Hallo und herzlich willkommen zurück. Es ist voll komisch, wenn man plötzlich anfängt und man hat gar keine Kopfhörer auf. Früher hatte ich Kopfhörer, die hatten kein Noise Cancelling. Dann hat man ja seine Stimme ganz normal gehört. Und jetzt habe ich so doofe Noise Cancelling-Dinger. Und ich gab es keinen anderen mehr. Und jetzt ist es immer ganz komisch, wenn ich mich dumm führe. So, ja, herzlich willkommen zurück bei Outriders. Habe ich das schon gesagt? Ich weiß es nicht. Ich bin gerade ein bisschen aufgeregt. Soll ich mal ein Ding erzählen? Meine Waschmaschine hat sich heute gedacht. Heute ist der perfekte Zeitpunkt, um auszulaufen. Yay. Ja, aber das ist egal. Sie ist vom Wasser genommen. Und nun kann ich hier mit dem Klaus voll einen losmachen, weil ich voll aus Wut bin auf meine Waschmaschine. Naja, so schlimm ist es nicht. So. Waschmaschinenwut ist an. Weltstufe 6 natürlich, 5. Ich erinnere mich nämlich sehr stark daran, dass ich eben noch voll verkackt habe. Deswegen machen wir mal das hier. Wir wollen ja ein kleines Erfolgserlebnis haben, wenn ich schon meine Wäsche nicht waschen kann, ne? Das Gute ist, wir haben noch genug Schlüpper hier. Aha, du bist reingerannt, Durchkopf. Oh, jetzt kommen jetzt welche? Können die nicht alle mit einmal kommen? So 10 Stück? Das wäre voll geil. Oh, da kommen zwei. Ne, da kommt einer. Oh, ist das schon der Böse? Oh, da kommt ja direkt noch einer. Komm schon, den muss ich doch jetzt bringen. Wir sind doch Weltstufe 5, Klaus. Klaus, denk an die Waschmaschine. Klaus, die Waschmaschine. Nein, Klaus, die Waschmaschine. Nein, der ist ein Assassine. Klaus, die Waschmaschine. Klaus, tu mir das nicht an. Ich brauche ein Erfolgserlebnis. Nein. Klausen. Kacke. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Vor allem, die sind auch einfach hier direkt reinschießen. Ich habe das Gefühl, die haben alle die Grade von Cyberpunk. Da konntest du auch damit durch Wände schießen. Boah, wieso sind die auf einmal so alle da? Oh, guck mal, da oben, voll hübsch. Hallo. Oh, der hat gewackelt. Süß. Oh. Oh, jetzt kommt er, der Dicke. Jetzt kommt er. Jetzt will er es wissen. Ich hab Angst. Brennt er schon? Ein bisschen. Treffen überhaupt nicht. Was ist los mit mir? Nein! Nein, er macht sein Ding! Nein! Ja, Klaus, du hättest es echt wissen müssen. Oh, nein, Klaus! Oh no. Klaus ist auch sehr traurig wegen der Waschmaschine, scheinbar. Oh, die arme Waschmaschine. Wenn hier überhaupt los. Oh, die können von beiden Seiten kommen. Wollen wir vielleicht eher von hier kämpfen? Oh Gott, hier ist ja Ende. Ich weiß nicht, also hier fühle ich mich etwas eingeengt, muss ich sagen. Oh Gott. Wir gehen doch hier hin, lieber.
den Hoax anlegst, legst du dich mit Corrigan an! Kommt jetzt schon der Dicke? Ist er das schon? Ja, ja, der kommt jetzt gleich mit. Boah, wie kommen auf einmal so viele? Stimmt mit euch nicht. Ich muss mich erstmal. Weh! Alter! Gut. Nein! Sterb endlich. Oh. Boom, 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 boom. Oh mein, der Controller, bitte sei mal nicht so. Sei mal nicht so fierig hier. Ich gehe da nicht raus. Das fällt aus, wegen ist nicht. Ihr kommt zu mir rein. Oh Gott, mein Kopf schon. Ja, juckt. Was soll denn das hier? Muss ich jetzt echt... Nee, da sind sie. Oh, nein! Ich habe meine Deckung aufgegeben, wegen diesen Idioten. Hallo? Komm einfach nicht. Was ist denn nur los mit denen? Haben die genauso viel Angst wie... Okay. Ich mag das Sniper. Nein! Ma! Du oder was? Oh, da ist er da, der Sniper. Bam, ey. Ich geb euch. Wenn's ewig dauert. Ich würde mal sagen, läuft, oder? Stopp. Zwölf haben wir noch. Jetzt muss ich auch noch hier... Hey! Wo kommst denn du her? Wow! Du oder was? Er war angerannt. Gab es hier nicht irgendwo Munition, bitte? Die sind da oben los. Kommen wir auch da hoch. Wieso sind wir jetzt eben schon hochgerannt? Kamen wir von da? Ich glaube, wir kamen von da, oder? Wir müssen gleich mal da hoch, wenn wir sie alle umgebracht haben. So, auf hier rüttelt. Oh, der hat einen Schlüssel gehabt. Ma, ach, die hat nicht so eine Reichweite, oder was? Hat die keine Reichweite, oder was hier? Mister, bitte. Bitte kommen Sie mir nicht zu nah. Oh. Le Gesetzloser. Le Gesetzloser will mir Le auf den Sack gehen. Haben wir jetzt alle? Nee, immer noch nicht. Was ist denn hier nur los? Hier ist doch schon nichts. Hey, da ist auch noch einer. Und ich habe keine Munition mehr, würde ich sagen. Kann er nicht endlich mal verbrennen? Was soll denn der Blödsinn hier?
kann mit der Waffe nicht bis dahinter schießen, Herr. Herr von und zu. Ach, da muss ich hin. Ach doch. Ich kann doch bis dahin schießen. So, ich sehe aber mal ganz kurz hier hochgucken. Ja. Ne? Ja, ich wollte ja mal sagen, war voll doof, dass ich hochgelaufen bin. Gut, wir wechseln mal nach. Nee, wir machen mal Munition-Dingsbums hier. Wir haben es geschafft. Ich bin ja schon sehr glücklich. So, wahrscheinlich hätten wir es auch mit Brechen und Würgen. Mit Würgen und Brechen? Wie heißt das? Hätten wir es auch geschafft, indem wir... wenn ich schon lang genug gemacht hätte. Aber das ist natürlich dann auch scheiße. Durchsuche das Gebiet, ne, aber sicher. Ach, hier ist die Munition, die ich gesucht habe die ganze Zeit. Okay, wir nehmen jetzt mal das da an uns. Gegenstand aufheben. Ja, bitte, öffne die Tür. Ja, sofort. Ich hätte gern noch meine Belohnungskiste. Ich brauche das. Ich brauche das, um glücklich zu sein. Komm mal hier runter. Nee, sieht aber cool aus. Ja, also. Welch wunderbares Haus haben Sie hier nur hingebaut. Da ist unsere Belohnungskiste. Verschandelt haben Sie das, diese bösen Rebellen. Wunderbare Holzarbeiten könnten hier entstehen. Mit dieser wundervollen Axt und diesen Kratzdingern. Macht man damit die Äste ab? Da müssen wir rein. Kommt da dann der... Was ist denn da los? Wieso sind die alle weiß? Sollten wir jemanden retten? Ist das eigentlich eine Rettungsmission? Was haben wir eigentlich gekriegt? Wir sehen schon sehr cool aus, aber diese Schuhe sind ihm halt ein Unding. Die zerstören das Outfit komplett. Das kommt auch weg. So. Dann gucken wir mal hier rein. Ob wir sie jetzt alle retten? Was ist hier los? Was ist hier los? Oh, wieso haben die hier so viele Gitter und so? Oh, was ist das? Oh, Kiste? Kiste, sehr gut. Kiste, Kiste. Ich habe so viel Schrott. Ich weiß gar nicht, was ich mit dem ganzen Schrott machen soll. Okay, wir konnten jetzt hier praktisch nur die Dings machen, aber wir können hier nicht unsere Flagge irgendwo reinstecken. Sprich mit dem Arbeiter. Alles klar. Boah, Klaus, voller Mann, Mann. Kriegen wieder neue Herren? Neue Herren? Was ist denn mit den Alten? Ich weiß nicht. Leute waren hier, Corrigans, glaube ich. Die haben alle umgelegt. Aber ist egal. Wir machen einfach, was man uns sagt. Holzhacken, Wasser tragen. Mir doch egal, wer die Knute hält. Okay, scheiß drauf. Hier ist keiner mehr. Ihr könnt gehen. Nein. Was? Nein, bitte lass mich bleiben. Die schicken mich wieder zum Kämpfen. In den Gräben. Hier arbeite ich bloß und hab was zu essen. Bitte, glaub mir doch. Seine Fingernägel sind ganz weiß. Na, schön. Alles klar, Leute. Das ist euer Zuhause. Ich sollte Karl mal von dieser Riesenscheiße erzählen. Ja, wir haben alles eingesammelt. Wieso tropft es denn hier? Regnet es plötzlich? Hä, es regnet gar nicht. Okay, wir reisen mal zurück. Also die Szene hat mich jetzt gerade irgendwie ans Mittelalter erinnert, ehrlich gesagt. Wo ist denn, wo müssen wir hin? Ach, da oben. Geh mal zu Kullen und Kullen dem mal ein. Das sieht auch cool aus. So, wo ist Kullen? Ich hätte auch Spaß. Mädels, Tag und Nacht. Und ich würde anderen ihren Kram wegnehmen. Und ich würde anderen ihren Kram wegnehmen. Ich bin voll der Mann.
Wir haben doch jetzt irgendeinen Tagebucheintrag gekriegt schon wieder und ich habe es wieder übersehen. Oh, Seilbahn haben wir auch noch nicht gelesen. Dead Rock Pass. Minenfeld? Der schmale Pass der Rift Town mit, wir benötigen die Berge, die den Pass umgeben. Ach nee, das haben wir noch nicht gelesen, okay. Offizielle ECA-Erklärung betreffend Dead Rock Pass. Pass. Der schmale Pass, der Rift Town von Trench Town verbindet, ist zu einer wichtigen Nachschublinie für beide Siedlungen geworden. Wir müssen unsere Differenzen jetzt beilegen und auf den gemeinsamen Kampf gegen die Rebellen konzentrieren. Wir benötigen die Berge, die den Pass umgeben, um dort das wichtige Holz zu gewinnen, mit dem wir unsere Schützengräben bauen und befestigen können, die wiederum für die Kriegsanstrengungen beider Siedlungen von entscheidender Bedeutung sind. Um die Sicherheit der Holzfäller und die Aufrechterhaltung des Sägewerkbetriebs zu gewährleisten, wird ein kleiner Außenposten zur Absicherung des Dead Rock Pass gebaut. Das wird ein gemeinsames Projekt beider Siedlungen und soll das Ende unserer bisherigen Meinungsverschiedenheiten markieren. Die Grand Marshals von Rift Town und Trenchtown haben zugesichert, gleich viel Personal und Ressourcen für den Bau und die Bemannung des Außenpostens zur Verfügung zu stellen. Gemeinsam Alistair Cullen zum unabhängigen Marshal zu ernennen, dem die alleinige Zuständigkeit für den Dead Rock Pass übertragen wird. Gleich viel Holz für ihre jeweiligen Gebiete zu gewinnen. Gemeinsam unterzeichnet Grand Marshal Shira Goodman, Grand Marshal Victor Corrigan. Ach, jetzt habe ich das mal geschnallt. Das mit den Corrigan-Leuten. Der Wald. Die Pilzgrenze. Wenn die Berge, die dieses Tal umgeben, die Wände unserer Gefängnisse sind, dann sind die Bäume, aus denen der Wald besteht, unsere Gitterstäbe. Aufgrund der hohen Dichte der Stämme und des Blattwerts beträgt die Sichtweite nur wenige Meter. Tief im Wald bewegen sich Schatten und man hört seltsame, haarsträubende Schreie. Als die Outriders den Wald zum ersten Mal betraten, war der Pilz bereits tödlich, hatte sein volles Potenzial aber noch nicht erreicht. Jetzt entspricht das Betreten des Waldes einem Todesurteil. Der Pilz durchdringt die Luft und sorgt dafür, dass niemand den Wald verlassen kann, um von seinen Erlebnissen zu berichten. Alles klar, was haben wir hier? Minenfeld. Die Straße zum Steinbruch ist vermint. Vermint? wie in einem Minenfeld. Ich weiß nicht, warum dort ein Minenfeld ist und es ist mir auch scheißegal. Frag Carrigan, willst du deine Beine behalten? Dann stell mir keine Fragen mehr, Marshal Cullen. Okay, letzte Warnung. Seilbahn? Tagebuch eines ECA-Soldaten. Es heißt, wir müssen wieder in diese Kisten, die an den Drähten hängen. Nur so kommen wir über die verdammten Berge, heißt es. Aber ich habe immer nur gesehen, dass diese Kisten von dem Dings, das sich da unten im Nebel befindet, herumgestoßen wurden. Und dass sie vom Gewehrfeuer durchlöchert wurden. Und dass sie von der Artillerie in Stücke gesprengt wurden. Und dass sie wie Eis am Stiel eingefroren wurden. Und dass sie vom Sturm getroffen wurden. Und danach aufgeglüht sind wie eine Lichterkette. Und dass Leute rausgesprungen sind, weil sie dachten, das ist schlimmer, als in der Kiste nicht mehr werden kann. Und jetzt muss ich mit der Kiste fahren. Verdammter Scheißdreck. Ja. Ne? Cool. Cool. Wir nehmen nochmal schnell die Lavaspinne hier. Hätten sie da mal nicht ein besseres? Also gigantisch Lavaspinne. Ach was. Die hat dann diesen Hintern erst bekommen. Jetzt verstehe ich erstmal ihre Anatomie. Aus ihrem Hintern kam das da raus. Sieht irgendwie seltsam aus nach etwas. Ja. Bei der gigantischen Lavaspinne handelt es sich um ein riesiges Spinnenwesen, das tief im Inneren des Vulkans in den Eagle Peaks lebt und wahrscheinlich der Urahn der meisten kleineren Arachniden in der Region ist. Es ist nicht nur unempfindlich gegen die extreme Temperaturen innerhalb des Vulkans, sondern scheint es sogar zu genießen, im Magma zu baden und es zu trinken. Also jetzt mal Butter bei die Fische. Aragog hat gebrannt. Wahrscheinlich ist es nur seine auferlegte eigene Hölle, warum der dort bleibt. Vielleicht tut ihm das Lavabad wirklich weh. Die gigantische Lavaspinne manipuliert das Magma zur Verteidigung ihres Baus, während sie an dessen Wänden herumhüpft und setzt es als Katalysator ein, um sich zu verwandeln und etwaigen Möchtegern-Angreifern so besser
abwehren zu können. Der Chitinpanzer, der die gigantische Lavaspinne bedeckt, bildet ein hartes Exoskelett. Aber selbst wenn diese Hülle bricht oder reißt, härtet die Lava, die über ihren Körper läuft, schnell zu Vulkangestein aus und schützt alle gefährdeten Körperteile. Aha! Charaktere, da mal einen Haufen mal zu lesen. Irgendwann machen wir mal eine Leserunde. Ja, so. Ja, wo müssen wir hin? Ach so, ja, stimmt. Hä, hey, keiner ist so blöd, hierher zu kommen. Ich bin hier. Bin ich blöd? Ich glaube, es hackt. Hier ist bestimmt das Klo. Ich muss mal. Lass mich da rein. Na? Wenn du... Okay. Ja. Ich weiß nicht, ob ich Mitleid mit ihm haben soll oder lachen soll. Ich war im Lager. Deinen Arbeitern geht es gut. Corrigan hatte dort die Kontrolle. Corrigan! Scheiße! Ich dachte, wir wären Verbündete, Mann! Und er bestiehlt mich? Verfickte Kacke! Oh. Oh. Und du hast all seine Leute umgelegt? Corrigan, der Arsch, kreuzigt mich jetzt! Wenn du ihn siehst, musst du ihm sagen, ich hatte damit nichts zu tun. Nein, vergiss es. Gib mir meinen Lohn. Ich bin hier fertig. Ich weiß nicht, was mit seinem Gesicht los ist. Ich habe wieder vorher nicht geguckt. Mist. Okay, es ist alles Kacke, würde ich mal meinen. Ich weiß nicht. Sollen wir die Treter nehmen? Outrider-Stiefel, Outrider-Kniehose, Hose des Floris-Wächters. Die würde eventuell... Wir nehmen mal das. Komm schon! Sag Corrigan, dass ich nichts damit zu tun habe. Das ist echt nicht fair! Du wolltest es, jetzt mach mal halblang. War ich hier schon mal? Ach ja. Ich habe das Holz befreit. Braucht keine Angst mehr haben. Befreit die Hölzer. Befreit den Wald. Befreit die, holt die Ents. Du musst die Ents holen. Die sind wichtig. Um gegen Mordor in den Krieg zu ziehen. Sahumans Tor muss fallen. Hast du mich gehört? Ich kann ihn nicht schauen. Kann ich eindeutig nicht schauen. So, ich wollte mal gucken, was wir überhaupt gekriegt haben. Hose, brauche ich nicht. Ist scheiße. Stiefel, brauche ich nicht. Ist scheiße. Was haben wir hier? Nix. Was haben wir hier? Ja. Hier hätten wir sogar was Besseres. Hat aber nur 8 im... Die sind irgendwie alle besser als das Ding, was ich habe. 876, dann müsste ich ja das nehmen. Was hat denn das? Das ist doppelläufig. Lebensentzug. Das war unsere alte, gell? Die war geil. 10 Magazin, alles. Wunderbar. Wunderbärchen ist die. Ich weiß es nicht. Bin mir da echt unsicher. 859, 869. Ich würde ja mal sagen, wir gehen mal kurz zum Typi. Wo ist er denn, Zahidi-Boss? Zahidi-Boss. Als ob der ein Boss ist. Ich glaub's ja nicht. Ich habe ihn schon höher gestellt, als er eigentlich ist. So, Zahidi-Mann. Wir müssen jetzt mal hier ein bisschen was basteln. Bin ich Stufe 19 schon? Dann kann ich doch hier alles hochstufen jetzt. Ich will auf jeden Fall meinen Rock hochstufen. Oh nee, das geht nicht. Oder doch, Frosthub? Nee, will ich nicht. Attribut erhöhen, Ausrüstung modifizieren. Ich hätte gern das da. Aber das ist Rang 2. Rang 2 habe ich noch nichts. Wie geht das denn mit Rang 2? Weiß gar nicht, wie das geht.
Was habe ich denn hier drinne? Zielen einen Brandbereich. Das ist halt schon sehr cool. Brandbombe, Brandbereich, Brandbombe. Ascheeffekt, verstehe ich nicht, was das ist. Oh, hier kann man Brandbombe ein weiteres Mal machen. Nein, nicht Platz 1. Zurück. Ach, oh, ich bin doch blöd. Oh, das tut ja schon weh. Ja, ich verstehe es. Ich muss es ja mit Viereck machen. Brandbombe. In Platz 2 abliegen. Nein! So, das. So, okay. Sehr schön. Was haben wir hier? Können wir hier irgendwas machen? Ach, da müssen wir bestimmt auch Dings bezahlen, oder? Nee, Leder nur. Sehr schön. Okay. Gut, hätten wir mal das gemacht. Hier könnten wir Stufenaufstiege auch Leder? Leder, ja, Leder haben wir doch genug. So, hier, da brauche ich wahrscheinlich wieder Titan. Dumm-Dumm-Geschosse. Oh, nee, warte mal. Attribut erhöhen. Nee, das wollte ich gar nicht. Ausrüstung modifizieren, das wollte ich. So, was macht man jetzt hier? Wollen wir mal das hier. Überhitzung, Sonnenbrand. Ein weiteres Mal, bitte. Bei Gegnern, die zwar von der Fähigkeit betroffen waren. Nee, warte mal. Jeder von der Fähigkeit verbrauchte Statuseffekt. Nein. Das ist doch das, was wir haben, oder? Überhitzung. Verbrachte Statuseffekt erhöht deinen Widerstand. Erhöht 800 lang zusätzlich zwei Mal. Nein. Deren Statuseffekt von der Fähigkeit verbraucht werden 109. Nehmen wir mal das hier, oder? Kann bis zu 5-mal kumuliert werden. Erhöht deinen Widerstand 10 Sekunden lang. Verbrauchte Statuseffekt. Nein! Verdammt. Ablegen. Ablegen. Ich habe wieder Mist gemacht. So, das hier. Wir müssen noch den zweiten machen. Wieso kann ich das nicht den zweiten machen? Wie soll das? Hä? Bei dem kann ich nicht den zweiten Platz legen. Ich will aber die dummen Geschosse nicht. Hier können wir mal Feuerwerk. Stufenaufstieg. Ja. Mach mal. Seltenheit verbessern. Nein. So, jetzt müssen wir mal gucken, was wir mit dem Ding hier machen. Machen wir auch erstmal Stufenaufstieg. Wir haben ja so viel davon. So, okay. Und dann machen wir mal hier Attribute. Nö, doch nicht. Aber was hatten wir denn hier eigentlich? Bei dem war das hier unsere? Das hier war, glaube ich, unsere. Rüstungsdurchschlag. Verbrennungseffekt hätte ich gern. Blutung. Nee, nicht Blutung. Verbrennung. Verbrennung ist schon cool. Schaden, kurze Distanz ist das halt. Ah, ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. Ach so, wir wollten ja die beiden markierten, wollten wir ja zerlegen. Stimmt, da war ja was. So, was haben wir jetzt hier? 869. Ich probiere die jetzt erstmal aus, die hier. Die hier gab es halt auch noch. Die ist halt schon. Die Stufenaufstieg, Stufe 15. Nee. Nee. Okay, Zahedi, Mann, ich glaube, wir sind durch. Ich mache nur das hier mal klein. Ich weiß, vielleicht ist das nicht die beste Idee, aber... Oh, oh. Wir haben einen Titan bekommen. Aber wir testen uns jetzt mal hier durch, würde ich sagen. Ja, geh mal jetzt hin. Hier geht's... Oh, was ist denn hier los? Ist da jemand? Hallo? Nein, lass mich. Ja, ja, du kriegst gleich Hilfe. Nein, du bist ja gar nicht der Zahedi-Mann. Zahedi-Mann, wir müssen mal ganz kurz was gucken.
So, haben wir jetzt hier alles auf Level 19, 19, 19, 18. Die können wir noch bestufen aufstiegen. So, und das schon mal gemacht? 19. Oh, die können wir auch noch. Aber an sich, ach, brauche ich doch gar nicht, das Scheißding. Das können wir leider nicht beglücken, das auch nicht. Also eins könnte ich ja sogar beglücken. Ich will mal das hier beglücken, bitte. Stufenaufstieg. 520, So, jetzt haben wir das mal beglückt. Aber ich glaube, wir machen jetzt mal hier Bonuswaffenstärke. Was ist Bonuswaffenstärke? Wie viele von Bonuswaffenstärke haben wir denn? Oh, da können wir noch eins machen. So. Okay, gut. Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. In der nächsten Runde machen wir mal diesen Funkgerät-Quest-Dingsbums, bevor wir der Hauptstory weiter folgen, weil ich glaube, die Hauptstory wird ein bisschen knackiger und dann kriegt man wieder so einen komischen Endbegegner. Ich mache jetzt mal dasselbe, was der Klaus gemacht hat, hier mit seinen Händen, mit seinen wunderbaren Holzhänden. Ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß und es hat euch gefallen. Und, warte mal, bevor ich das vergesse. Wir müssen ja in der nächsten Runde sehr optimistisch sein, wenn wir wieder Weltstufe 6. So. Ja, Weltstufe 6 sind wir jetzt wieder. Und ja, vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Nächste Woche gibt's. Nee, nächstes Mal, nicht nächste Woche. Nächstes Mal geht's optimistisch weiter. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen Abend. Schaut doch auch, wenn ihr wollt, mal bei meinen anderen Let's Plays vorbei. Nio und Astros Playroom. Astros Playroom ist so süß und so eine Hommage an. Ach, es ist einfach wundervoll. Es ist wundervoll. Und Nio ist so. Da beiße ich mich halt irgendwie durch. Es ist cool, aber muss ich immer ein bisschen durchbeißen. Da hat man nicht hier so diesen einfachen Weg, wo man einfach mal die Weltstufe ändern kann. Ja, dann wünsche ich euch einen wunderbaren Abend und bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss.